Atomra hatte aus Speichel die ersten zwei Götter gebaut. Die waren Shu und Tefnut. Licht, Luft haben geheiratet, haben zwei Götter gehabt. Geb und Nut, Erde und Himmel, jetzt sind fünf, haben dann geheiratet und haben endlich die vier Kinder gehabt. Osiris und sein Bruder Seth und die zwei Schwestern Isis und Nephthys. Die Legende sagt, dass der Gott Atum hat Ägypten geteilt. Der Osiris, weil er nett und beliebt, bekommt das grüne, fruchtbare Land. Der andere war böse, der Seth, dann bekommt 95% von Ägypten, aber das war die Wüste. Weil er so eifersüchtig war, wollte sein Bruder Osiris umbringen. Wie hat er das gemacht? Hat ein großes Fest gemacht, lud die Freunde ein, hat einen tollen Sarkophag gebaut aus Gold und hat für die Eingeladenen gesagt, sie dürfen diesen Sarkophag behalten, nur wenn man erstmal hineinkommt. Jemand kommt rein, passt genau, dann darf er diesen Sarkophag behalten. Das war aber nur ein Spiel, ein Trick für den Osiris. Kam der Osiris, hat den Bruder so schnell.